Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen, ja, wie sagt man um die Uhrzeit? Guten Nachmittag oder guten Abend, wie auch immer. Ja, ich würde mit dir mal gerne über ein Thema sprechen, das mir so die letzten Tage des öfter mal so begegnet ist im Hinblick auf Bemerkungen ja, mit Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe. Und zwar geht es um das liebe Thema Geld. Vielleicht kennst du das ja auch, dass du oder weißt es von anderen oder bist vielleicht selbst in so einer Situation, dass du schon sehr, sehr viel investiert hast im Hinblick auf Geld, in dich, in deine Persönlichkeitsentwicklung, in deine Weiterbildung und bist trotzdem nicht dort, wo du gerne stehen möchtest, oder? Es gibt ja auch so diesen weit verbreiteten Satz, verhalte dich so, als wenn du reich wärest und hast vielleicht unter diesen Aspekten schon viel Geld ausgegeben, um dich einfach so zu verhalten, hast dir nur das Teuerste gegönnt und hast in der Richtung Schulden vielleicht gemacht. Diese Variante gibt es ja auch. Und dann sagst du dir jetzt, ich werde nie wieder irgendwas irgendwie investieren in etwas. Weil jetzt muss erstmal wieder Geld zu mir kommen. Oder ich muss jetzt erstmal aus dieser Schoße raus. Und das ist ja auch so. Also ganz klar, wenn man Schulden gemacht hat, dann dürfen die ja auch als Ausgleich zurückgezahlt werden. Ich möchte damit einfach nur mal so ein paar Impulse mit dir teilen in der Richtung, warum das denn so ist, warum denn manche Menschen sogar Schulden machen, um sich so zu verhalten, als wären sie reich, in der Hoffnung, dass dann das Geld irgendwie weiter zu ihnen fließt. Oder auch, warum manche Menschen ja vielleicht schon viel investiert haben in sich, in die Weiterbildung und es dann eben doch nicht funktioniert hat, so wie sie es sich gewünscht hätten. Und dann eine Entscheidung treffen, jetzt ist Schluss, jetzt investiere ich nicht mehr, jetzt ist mal Schluss mit Investitionen. Zum einen im Hinblick auf Schulden. Wenn man im Außen Schulden hat, hat das auch was damit zu tun, dass man Schuldgefühle im Innern hat. Also Schulden im Außen sind immer ein Indiz dafür, dass du, derjenige, der Schulden hat auf der Bank, auf dem Bankkonto, auch Schuldgefühle in sich trägt. Und das ist das, was sich dann im Außen zeigt. Dann wird man immer auf eine gewisse Art und Weise agieren. Unbewusst läuft das natürlich ab und wird im Mango sein bzw. Schulden haben und Kredite ewig zurückzahlen. Das ist so das eine. Das andere zu dieser Denke, zu diesem Ansatz, wo viele empfehlen, verhalte dich so, als wenn du reich wärst, wo dann manche einfach unter den Aspekten auch in die Schuldenfalle kommen, sich so zu verhalten. Wie wenn man reich wäre, da gehe ich auch komplett konform mit. Weil erst kommt ja auch so dieses Gefühl, mich reich zu fühlen, dann kann auch im Außen äußerer Reichtum eben entstehen. Das ist schon richtig. Und dass man sich auch wirklich das Allerbeste für sich gönnen sollte, soweit es das Portemonnaie natürlich auch in dem Moment hergibt. Und das ist eben mit diesem Aber verknüpft. Wenn ich mir das Allerbeste leiste, meinem Portemonnaie entsprechend eben, und auch Geld ausgebe, wo ich denke, naja, eigentlich passt es jetzt nicht so zum Portemonnaie, aber ich bin mir bewusst, ich kaufe mir lieber das beispielsweise höherwertige Kleidungsstück, das eine andere Qualität hat, oder gönne mir irgendetwas, auch wenn das Portemonnaie jetzt in dem Maße nicht hergibt. Wenn ich dann parallel dazu aber nicht dafür sorge, dass ich mein Geld-Mindset heile und auch mir die Frage stelle, zum Beispiel, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, sprich meinen Seelenplan entdecke und den lebe, also meinem Herzen folge, was man uns in der Kinderstube ja nie beigebracht hat in dem Stil. Mit anderen Worten, jetzt beruflich oder auf dieser anderen Ebene so weitermache wie bisher und dann trotzdem aber mehr Geld ausgebe, als ich reinbekomme und dieses Geld-Mindset im Kontext mit meinem Seelenplan
nicht auf ein anderes Level bringe. Dann kann das nicht funktionieren. Dann schaffe ich mich da immer mehr und mehr ins Minus. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber, was ich dir damit auf den Weg geben möchte. Wenn du im 9-to-5-Job immer noch bist, dann kommst du über ein gewisses Level im Hinblick auf den Verdienst einfach nicht hinweg. Oder du musst dich selbstständig machen, musst selbst eine Firma gründen oder eben deinem Herzen folgen, dein Seelenbusiness, deinen Seelenberuf entdecken, in deine wahre Größe, Stärke, Kraft und Energie kommen und daraus dann eben anderen Menschen dienen, dann funktioniert das. Dann kommst du auch in andere Verdienstregionen rein und kannst dir damit dann eben auch das Leben erschaffen, das dir selbst wirklich entspricht. Das funktioniert im Angestelltenverhältnis, für andere zu arbeiten und die Dinge zu machen, die einen nicht wirklich am Herzen liegen. Das funktioniert nicht. Da arrangiert man sich immer nur mit etwas. Ja? Also letzten Endes, wenn du ein erfolgreiches, selbstbestimmtes Leben führen möchtest, das wirklich deinem Herzen, deinem Seelenplan entspricht und du damit einhergehend auch dein Geldmindset heilst, dann sind wirklich auch Verdienstmöglichkeiten nach oben keine Grenzen gesetzt, dann ist alles möglich. Und das ist so die Krux und den Fehler, den die Menschen dann machen, dass sie irgendwo mal gehört haben, verhalte dich so, als wenn du reich wärst und Geld ausgeben, aber weiterhin für andere arbeiten bzw. einem Job nachgehen, der es sie nicht erfüllt. Wiederum nur des Geldes wegen, mit anderen Worten, immer wieder dem Geld hinterherrennen. Das kann in dieser Kombination langfristig nicht geschehen, nicht funktionieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Aspekt zu den Gedanken, ich habe jetzt schon so viele nicht investiert und jetzt ist mal Schluss in Investitionen. Damit macht man sich selbst eine Schranke, setzt man sich selbst eine Schranke, dass man sich nicht weiterentwickelt. Denn das ganze Leben ist immer eine Investition, eine Weiterentwicklung, so wie die Natur, die wächst und gedeiht jedes Jahr auf ein neues. Der Baum sagt ja auch nicht, okay, ich hatte letztes Jahr schon so viel tausend Blätter, dieses Jahr mal ein bisschen weniger. Der wächst einfach, der tut einfach. Die Natur ist einfach da und wächst und gedeiht. Und das ganze Leben ist immer Entwicklung. Und wenn du bislang schon so viel in dich investiert hast und vielleicht auch viel Geld da investiert hast schon, aber du bist noch nicht an dem Punkt, wo du gerne sein möchtest, dann fehlt einfach vielleicht nur noch der letzte Schritt. Dann mach bitte nicht den Fehler, dass du sagst, okay, jetzt investiere ich nicht mehr in mich, sondern nächste Frage wäre dann, was genau kann mir jetzt noch helfen, um endlich meinem Seelenplan zu folgen, meinem Herzen zu folgen, um endlich die letzten Schuldgefühle, die ich vielleicht noch in mir trage, um letzten Endes noch die letzten Ohnmachtsgefühle, die ich in mir trage oder was auch immer dich da in der Richtung beschäftigt, um das letzten Endes endgültig zu transformieren und zu heilen. Und dann öffnest du wiederum dir die Möglichkeit, deinen Seelenplan zu entdecken, den Weg deines Herzens zu gehen und dir dein Leben nach deinem Standard, nach deinem Herzen, nach dem Ruf deiner Seele einfach dir zu gestalten. Okay, das waren so die beiden Aspekte, die ich mir so zur Anregung heute Mittag hier gerne mit dir geteilt habe. Schreib mir doch gerne mal ins Kommentarfeld, was deine Gedanken dazu sind und lass uns da gerne austauschen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag oder Abend. Wann auch immer du hier jetzt noch im Nachhinein dir den Beitrag anschaust, schick dir eine ganz liebe Umarmung. Bis ganz bald. Tschüss.